Willkommen, liebe Leute, zu einem weiteren Trophy-Tipp bei Far Cry 5, dieses Mal bewaffnet und bereit. Ich bin jetzt hier zum Beispiel in Force End in Johns Region, wo natürlich ihr das macht, ist Hupe. Aber halt, das ist relativ ja die erste Stadt, wo ihr da seid. Von daher zeige ich euch das schnell hier. Hier ist ja ein Geschäft mit Waffensymbol, das sie natürlich bei allen anderen aufrechthalten, wo halt dieses Waffensymbol dran ist. So, sobald ihr das habt, geht direkt dahin zu diesem Waffensymbol und könnt dann hier da drin ja Waffen kaufen, aufrüsten, whatever. Hier der Shop startet ihr einfach, geht hier auf Waffen rüber und dementsprechend geht ihr einfach hier mal ganz nach rechts. So gesehen, man sieht es ja hier oben, da könnt ihr das auswählen hier ganz nach rechts zu diesem Sternsymbol hier. Geht hier runter auf Bögen, genau dieser Compound-Bogen, den wählt ihr aus. Und hier unten sind die Visiere in dem Fall, die beiden kaufen. Das ist die günstigste Variante, um die Trophy freizuschalten, kostet 1695 Dollar. Und ihr habt sowohl den Compound-Bogen hier, als auch die zwei Visiere hier unten, die beide einfach kaufen, mit jeweils hier X insgesamt 1695 Dollar. Und die Trophy macht Bling. Wie gesagt, ist die günstigste Variante. Könnt natürlich klar das auch mit allen anderen Waffen machen, aber halt, seht schon selber, die Waffe hier an sich selber 7200 Dollar. Ist so ein Tickel dann teurer, ne? Aber gut, ja, wünsche euch viel Spaß mit, haut rein, servus, ciao.